Hallo Leute, willkommen zum nun definitiv finalen Part meiner Pokémon-Online-Kämpfe von X und Y. Diesen Kampf werden wir absolvieren mit Dana, mit einem sehr, sehr interessanten Team. Ich habe ein bunt zusammengewürfeltes Team dabei und ich würde sagen, viel Spaß mit diesem tollen Kampf. Legen wir los! Dana will mit dir kämpfen. Okay, lass es uns tun. Sie startet mit einem Nachtara. Okay, und ich habe Tentantel an der Spitze. Da kann meinem Tentantel eigentlich nicht allzu viel passieren. Aber Dana wechselt aus und schickt dafür in den Kampf ein Skelabra. Okay, warum auch nicht? Ich setze erstmal die Tarnsteine, was nie verkehrt ist. Und dann musste ich es leider zurückziehen, weil eine Feuerattacke möchte ich da nicht abkriegen. Stattdessen habe ich Boltrus in den Kampf geschickt, der den Flammenwurf natürlich halbwegs gut abfangen kann. Als nächstes kommt der Spukball. Und ja, auch der ist nicht weiter wild. Ich setze auf Erdbeben und mache diesem Vieh schon mal sehr, sehr guten Schaden. Ja, wobei, es ist nicht mal die Hälfte. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Aber hey, Boltrus ist immerhin in der Lage, diesem Vieh halbwegs guten Schaden zu machen. Und das nächste Pokémon, das kommen wird, wird keine Probleme mehr damit haben. Aber es kommt anders, denn Dana wechselt aus und schickt dafür Metagross in den Kampf. Oh, shit. Und ja, Metagross gehört zu meinen Hassgegnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Boltrus hat immer noch das Erdbeben drauf. Aber ja, der Schaden ist minimal, obwohl es sehr effektiv ist. Metagross kommt seinerseits mit dem Erdbeben und ja, das ist dann schon ein wenig gefährlicher als das von Boltrus. Schade drum. Als nächstes habe ich Elfun in den Kampf geschickt. Hallo, kleines Elfun. Und mal sehen, ob es sich gut gegen Metagross verteidigen kann. Erstmal Watteschild. Verteidigung steigt. Aber da kommt der Sternenhieb. Und ich hätte damit rechnen müssen. Habe ich aber nicht. Und ja, seht euch das an. Der Schaden ist gewaltig. Trotz meiner meinen Verteidigungsboost. Ich habe es dann zurückgezogen. Es war ein Satz mit X, könnte man sagen. Und dafür wieder Tentantel in den Kampf geschickt. Es kommt nochmal der Sternenhieb. Aber immerhin, man muss sagen, immerhin kommt jetzt die Fähigkeit von Tentantel zum Einsatz. Und macht Metagross ein kleines bisschen Schaden. Das hat immer noch über 50 KP, was schon nicht ganz so cool war. Aber warten wir ab, wie es weitergeht. Metagross setzt auf Erdbeben. Und ja, der Schaden ist auch etwas zu groß, aber immerhin treffen die Egelsamen und das war wichtig. So, ein paar KP für Tentantel durch die Überreste und gleich nochmal ein paar KP durch die Egelsamen, was sehr, sehr wichtig war. Und da war es 50% KP von Metagross. Ja, das Vieh war mir wirklich ein Dorn im Auge. Dana zieht es jetzt aber zurück und stattdessen kommt in den Kampf Toxicroak. Ja. Ein Pokémon, das man auch nicht so oft sieht, muss ich sagen. Ich habe das Ganze genutzt, um nochmal Stachler zu legen. Wobei, ich glaube, das ist das erste Mal. Ja, wenn Dana so viel hin und her wechselt, dann sollte ich das doch schon ein wenig ausnutzen. Da kommt der Durchbruch von Toxicroak. Ist sehr effektiv, macht sehr viel Schaden und uncool. Sehr, sehr uncool. Aber da kommt nochmal der Gyroball von Tentantel und macht diesem Vieh doch noch ein kleines bisschen Schaden. Leider reicht es selbstverständlich nicht aus, um das Vieh zu besiegen. Aber hey, was sollte ich tun? Ja, ich habe Tentantel drin gelassen, einfach nur, weil ich nicht wirklich sicher auswechseln konnte. Und ja, Eisenstachel wirkt und nochmal ein kleines bisschen Schaden für Toxicroak. Tschüss Tentantel, du hast gute Arbeit geleistet. Stattdessen kommt jetzt in den Kampf mein Blitzer. Und Blitzer hat schon so oft etwas gerissen in einem Kampf. Ich kann ihm blind vertrauen. Und dieses Toxicroak ist jetzt dem Erdboden gleichgemacht worden. Tschüss, Toxicroak. Und dann kommt wieder Metagross. Ja, es nimmt Schaden durch Stachler und Tarnsteine. Ja, das ist nicht allzu viel. Trotzdem habe ich es riskiert. Donnerblitz. Und es reicht aus. Und da war ich sehr, sehr froh. War ich echt nicht ganz sicher, ob das ausreicht. Aber ich kann mich, wie gesagt, auf meinen Blitzer verlassen. Und nun steht es einer anderen Evoli-Entwicklung gegenüber. Und zwar wieder Nachtara. Das erstmal wieder ein bisschen Schaden durch die ganzen Steine kassiert. Blitzer macht erstmal weiter mit dem Donnerblitz.
Der Schaden könnte größer sein. Und da kommt Toxin. Das sah ich überhaupt nicht gerne. Mein Blitzer schwer vergiftet. Das tut meinem Herz weh. Aber Blitzer macht trotzdem weiter. Und der nächste Donnerblitz müsste eigentlich ausreichen, um auch Nachtara auf die Bretter zu schicken. Toxin wirkt selbstverständlich. War nicht ganz so toll. Aber als nächstes haben wir es zu tun mit Skellabra. Das aber gleich besiegt wird durch die ganzen Steine. Und da war ich ebenfalls sehr, sehr, sehr froh. Dann haben wir ein Banette. Sieht man jetzt auch sehr selten. Das gibt echt Style-Punkte von mir. Dana, coole Wahl. Aber was jetzt? Es kommt sogar die Mega-Entwicklung von Banette. Ach du Scheiße. Und die sieht echt furchterregend aus. Das gibt gleich nochmal Style-Punkte. Echt coole Wahl. Dana, Daumen hoch. Ja, ich war jetzt mit Blitzer natürlich auf dem Donnerblitz gebannt. Und das reicht jetzt nicht ganz. Das reicht jetzt nicht ganz. Wahlglas ist weg vom Blitzer. Okay. So, es macht eh keinen Unterschied, denn das Gift besiegt mein Blitzer. Das war ein wenig kacke. Okay, als nächstes schicken wir in den Kampf Aquana. Und falls ihr mitgezählt habt, auf meiner Seite werden die Pokémon immer weniger. Ja, und da kam der Abgangsbund. Damit habe ich nicht gerechnet. Denn Aquana sitzt jetzt auf Spukball und das Banette wird definitiv besiegt. Und wegen dem Abgangsbund gleich auch mein Aquana mit vollem KP. Und das hat mich dann schon ein wenig angekotzt. Was heißt ein wenig? Ich hätte schreien können, verdammt. Ja, und wenn wir richtig gezählt haben, haben wir noch ein Pokémon auf der Seite von Dana. Und... oh, Elfen gibt es auch noch. Stimmt, ich habe nichts gesagt. Okay. Nee, ich glaube, Gardevoir ist das letzte Pokémon von Dana. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Elfen setzt die Egelsamen ein. Einfach nur, damit Gardevoir nach und nach KP verliert, was wichtig war. Und da kommt die Psychokinese. Und von einem Gardevoir tut das selbstverständlich schon minimal weh. So, aber nun kommt mein letztes Pokémon, und zwar ist das Glurak. Glurak musste das Ganze jetzt reißen. Mega-Entwicklung war angesagt. Und nun das letzte Pokémon von mir gegen das letzte Pokémon von Dana. Erstmal holen wir noch die Sonne heraus. Und es kann losgehen. Ich habe mich für die Kraftreserve entschieden, aber dieses Gardevoir war doch anders trainiert, als dass ich es erhofft habe. Es setzt den Donnerblitz ein und oh, da habe ich gezittert. Es reicht leider nicht ganz aus. Die Egelsamen wirkten auch noch. Und da war ich sehr froh, dass mein Glurak so dermaßen schnell ist. Denn es kommt jetzt als erstes zum Zug, setzt den Flammenwurf ein und bringt dieses Gardevoir auf die Bretter. Und das war's, du besiegst Dana. Ja, ein sehr, sehr spannender Kampf, muss ich sagen. Dana, du warst echt würdig, den Finalkampf gegen mich zu bestreiten. Es hätte leicht anders ausgehen können, aber natürlich bin ich froh, dass das Ganze für mich gut ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz, Dana, super Kampf, super Team. Vielen, vielen Dank und euch Leute sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen zu dem finalen Part von meinen Online-Pokémon-Kämpfen X und Y. Macht's gut oder besser, Leute. Tschüss!